Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute etwas ungewohnt nachkommentiert. Das liegt daran, dass ich bei der ZIP momentan noch auf den neuen Vergaserdeckel warte, da ist leider ein Röhrchen gebrochen und da warte ich aktuell auf die neuen Teile, wollte euch aber trotzdem jetzt mit diesem Video die neuen Änderungen nochmal ganz klipp und klar vorstellen und vorlesen. Und zwar geht es um das Thema AM, Moped-Führerschein, Rollerführerschein, also der 45 km/h Führerschein ab 15. Bisher war ja die Regelung so, dass die einzelnen Bundesländer selber entscheiden konnten, möchten sie in ihrem Bundesland diese Regelung umsetzen oder nicht. Bundesländer wie zum Beispiel Baden-Württemberg hatten das abgelehnt. Also hier steht es auch nochmal ganz klar, die Informationen von diesen ganzen, von unseren Bundesländern haben es insgesamt 11 Bundesländer tatsächlich vorher schon umgesetzt. Und jetzt hat man entschieden, weil das Ganze halt wirklich ein Flickenteppich war. Also das bedeutete, wenn ihr jetzt zum Beispiel in einem Bundesland lebt, wo ihr den AM-Führerschein, den 45er-Führerschein mit 15 schon gemacht habt. Und ihr macht dann eine Rollertour nach Baden-Württemberg zum Beispiel, fahrt ihr in dem Moment, wo ihr nach Baden-Württemberg reinfahrt, ohne Fahrerlaubnis. Weil dieser AM-Führerschein mit 15 dann auch nur in diesen Bundesländern gilt, wo er auch mit 15 gemacht werden kann. Und die Bundesländer, wo das eben abgelehnt hatten, dort fahrt ihr dann quasi ohne Fahrerlaubnis, bis ihr regulär 16 seid. Jetzt habe ich es in dem Video, vor 3 Wochen habe ich mal ein Video gemacht mit dem Titel AM jetzt unnötig. Da ging es hauptsächlich halt um die Thematik A1, Motorradführerschein, und ich hatte es da schon angekündigt, weil ich es von der Fahrschule her schon wusste. Und jetzt gibt es allerdings seit einiger Zeit schon, seit einigen Tagen schon offizielle Berichte und das Ganze so geschrieben. Also seit dem 28. Juli 2021 gilt der AM-Führerschein ab 15 Jahren bundesweit. Das heißt, ihr könnt deutschlandweit jetzt den 45 km/h AM-Führerschein bereits mit 15 machen und müsst nicht mehr darauf achten, in welchem Bundesland giltet der oder in welchem nicht. Er giltet jetzt seit dem 28. Juli in ganz Deutschland. Hier gibt es aber einen kleinen Haken an der ganzen Sache, und zwar das Ganze nennt sich AM 195, also AM mit der Schlüsselzahl 195. Das bedeutet, dass solange ihr noch nicht 16 seid, ihr zwar deutschlandweit mit eurem 45er Roller fahren dürft, allerdings nicht ins Ausland. Also jetzt mal eine kleine Rollertour nach Frankreich rüber machen oder in die Schweiz oder nach Österreich oder irgendwas in der Richtung oder nach Polen rüber, ist auch egal wohin. Das könnt ihr vergessen. Da müsst ihr dann noch warten, bis ihr 16 seid. Also ich muss sagen, ich verstehe nicht, wieso man zuerst ankündigt, 45 km/h AM-Führerschein, dass der mit 15 gemacht werden kann. Dann heißt es, ja, dass die einzelnen Bundesländer das selbst entscheiden müssen, ob sie es in ihrem Bundesland umsetzen wollen. Dann nur 11 Bundesländer der Sache zustimmen und andere Bundesländer sagen nee. Und dann, ja, die Jugendlichen dann halt enttäuscht, in Baden-Württemberg zum Beispiel, geht's halt dann doch erst mit 16, haben dann den Mofa-Führerschein angefangen. Ich weiß das von einigen aus der Community, die mir schon geschrieben haben, ich wohne in Baden-Württemberg und wollte eigentlich den AM machen, aber jetzt geht er in Baden-Württemberg nicht, jetzt habe ich mit dem Mofa-Führerschein angefangen. Tja, für die ist es jetzt halt wieder eine schlechte Nachricht, weil jetzt könnt ihr AM seit dem 28. Juli auch in Baden-Württemberg und in allen anderen Bundesländern machen. Warum man diesen komischen, undurchsichtigen Weg gehen muss und eine Gesetzesänderung zweimal anpassen muss, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Vor allem, weil in der DDR bis zur Wiedervereinigung das zum Beispiel auch generell gang und gäbe war, dass man den mit 15 machen konnte. Aber ja, es muss ja immer überall, das ist das Problem bei uns. Es kann nicht sein, dass es Gesetze gibt, die ganz einfach bundesweit gelten. Da muss jedes Bundesland wieder seine eigene Suppe kochen, ne? Man kennt es ja. Und jetzt eben seit dem 28. Juli endlich die bundesweite Regelung AM deutschlandweit mit 15. Allerdings, wenn ihr ins Ausland fahren wollt mit eurem Roller, müsst ihr trotzdem noch warten, bis ihr 16 seid. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall mal eine positive Veränderung. Ich hoffe aber, dass der AM-Führerschein auch
wenigstens ein bisschen bezahlbar wird, weil ich kann mir gut vorstellen, viele Jugendliche mit 15 haben nicht das Geld, sich einen Roller zu kaufen und dann auch noch 600, 700 Euro für einen AM-Führerschein. Viele sind einfach ganz gut bedient mit einem günstigen Mofa-Führerschein. Da kann man ein paar Monate Zeitung austragen und dann hat man das relativ schnell über die Sommerferien gemacht oder mit einem Ferienjob. Wenn es jetzt irgendwann so weit kommt, dass man sagt, okay, man schafft den Mofa-Führerschein komplett ab, dann ist es wieder für die Jugendlichen, die eben nicht so viel Geld zur Verfügung haben, ein bisschen Griff ins Klo, muss man leider sagen. Aber man hat ja angekündigt, dass man die Mofas von der Straße weghaben will, was ich durchaus nachvollziehen kann, weil es wirklich ein Verkehrshindernis und auch eine Gefahr ist, selbst im Stadtverkehr. Mit dem 25er Mofa, das teilweise nicht einmal 33 km/h fahren darf, ohne dass man schon Stress kriegt, wirklich, wirklich schwierig ist. Vor allem, wenn halt die Jugendlichen dann doch irgendwie dazu getrieben, ihre 25er Mofas ein bisschen zu frisieren, dass die wenigstens die 30 oder 40 km/h schaffen, um im alltäglichen Stadtverkehr mitfahren zu können. Das ist jetzt nicht mehr nötig, die können mit 15 eben auch den AM einfach machen. Und dann reguläre 45 km/h fahren. Was ich mir wünschen würde, dass man es noch ein bisschen weiter angleicht, so wie es eben früher auch war, dass man diese 45 km/h Zulassung komplett abschafft und entweder auf 50 oder vielleicht sogar auf eine 60 km/h Zulassung umschreibt, dass ganz einfach die 45er Roller nahezu offen auch fahren dürfen. Also wenn ihr jetzt eine 60 km/h Zulassung habt und euer Roller dann echte 70 km/h fährt, dann ist das noch im Bereich der Toleranz. Und das würde ich mir wünschen, weil um einen Roller auf 70 zu kriegen, muss man ihn nicht frisieren. Man muss ihn lediglich entdrosseln. Drosseln entfernen, dann laufen die schon meistens 60, 55 sowieso. Und da finde ich, würde eine 60 km/h Zulassung super passen. Die Jugendlichen hätten nicht mehr so viele Probleme. Und wir wissen ja, ein Roller, der dauerhaft gedrosselt gefahren wird, hat eben auch eine reduzierte Lebensdauer, als jetzt zum Beispiel ein Roller, der von Anfang an immer offen gefahren wird. Ganz einfach, weil es halt eine Manipulation am Motor ist und dem Motor halt auch nicht so gut tut. Aber immerhin sind wir schon einen kleinen Schritt weitergegangen. Es gab auch schon Diskussionen zum Thema Höchstgeschwindigkeit für AM-Führerschein auf 60 km/h zu erhöhen. Wurde bisher leider abgelehnt, aber ich würde mir wirklich wünschen, dass es dann doch noch irgendwann umgesetzt wird. Aber ja, das ist jetzt schon mal eine kleine Änderung, eine relativ große Änderung und endlich eine klare Linie, die man jetzt mit dieser Gesetzesänderung fährt. Noch ganz kurz zum Ablauf, habe ich mir jetzt auch mal rausgesucht, der aktuelle Stand, die praktische Prüfung für den AM-Führerschein, die Dauer beträgt 45 Minuten, vor Fahrtantritt musst du einige technische Fragen zum Motorroller beantworten, weiterhin gibt es 7 Grundfahraufgaben, die du neben den verkehrsgerechten Führen deines Fahrzeugs beherrschen musst. Abbremsen mit höchstmöglicher Verzögerung, also einfach eine Gefahrenbremsung machen, ausweichen, ohne Abbremsen, ausweichen, nach Abbremsen, Slalom, mit vier Kegeln mal 7 Meter Abstand, fahren mit Schrittgeschwindigkeit geradeaus, Stop and Go und Kreisfahrt. Das sind so die praktischen Aufgaben und natürlich halt noch eine Fahrt im Straßenverkehr, Dauer 45 Minuten. Das mal soweit zu den aktuellen Informationen zum Thema AM-Führerschein mit 15. Ich habe euch da 2 Beiträge unten in die Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr euch das Ganze selber mal durchlesen. Ja, und das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es bringt jetzt ein bisschen Klarheit in das Thema. Ich finde es halt für die Jugendlichen, die jetzt erst AM machen wollten, dann aber erfahren haben, dass es eben in ihrem Bundesland nicht möglich ist mit 15, jetzt dann im Mofa-Führerschein angefangen haben und jetzt die Nachricht kriegen, dass sie doch AM hätten machen können. Ich finde es ziemlich mies, aber so ist es halt. Leute, das war's mit dem Video. Haut rein. Ciao mit V.